Was geht ab, meine lieben Fußballfreunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 21 mit dem FC Augsburg. Heute geht's weiter in der Bundesliga, der 9. Spieltag steht schon ran und wir müssen heute gegen den SC Freiburg ran. Und ja, beim letzten Mal hatten wir einen sensationellen Erfolg gegen Borussia Dortmund, haben wir zu Hause 2:1 gewonnen und da wollen wir natürlich heute anknüpfen. So, wir gehen rein ins Spiel und schauen erstmal auf die Aufstellung der beiden Teams. Also beim SC Freiburg Sakanyi und Pedersen vorne, Grifo, Santa Maria, Abrashi und Chang-Hun im Mittelfeld, die Abwehr mit Kote, Heinz, Gulde und Schmidt und im Tor Flecken. So, und beim FC Augsburg Niederlechner und Finn Bogason vorne, die beiden haben letztes Mal die beiden Tore gemacht gegen den BVB. Vargas, Strubel, Kedira und Kelly Giuri im Mittelfeld und die Abwehr mit Iago, Udo Kai, Gouvelöw, Gumni und Gikiewicz. So, das als die Aufstellung der beiden Teams und dann würde ich sagen, wir schauen direkt rein ins Spiel. Und ja, der FC Augsburg hat jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis gehabt. Das war der zweite Sieg und er ist momentan so ein bisschen der Erfolgsgarant, wenn es beim FCA mal läuft. Florian Niederlechner, auf ihn kann der FCA momentan eigentlich gar nicht verzichten. Und ja, das sind wir angekommen in der im Stadion hier in Freiburg. Der SC Freiburg empfängt den FC Augsburg. Es regnet. Und eins ist klar, die Augsburger kommen mit Rückenwind hier nach Freiburg und wollen natürlich die drei Punkte mitnehmen. Das wäre natürlich ein guter Erfolg, wenn die das hier schaffen können. Gegen Freiburg soll es möglich sein. Allerdings, die haben momentan einen guten Lauf, denn Freiburg steht auf Platz 4 in der Tabelle. Und ja, hier sehen wir es. Florian Niederlechner, wie gesagt, momentan Erfolgsgarant auf Seiten der Augsburger. Aber jetzt geht's los. Anstoß für den SC Freiburg. Damit läuft die erste Halbzeit. Freiburg gegen Augsburg. Und wir sind natürlich sehr gespannt, wie sich beide Teams hier und heute schlagen werden. Wie gesagt, die Augsburger mit dem Sensationserfolg beim letzten Mal gegen den BVB. Und ja, das gibt natürlich Rückenwind, so ein Sieg. Auch wenn es echt eine knappe Nummer war. Trotzdem, das gibt richtig Rückenwind. Und mal schauen, was es heute gegen die SC Freiburg gibt. Die natürlich sowieso echt schon gut dastehen auf Platz 4. Und die bekommen auch schon den ersten Angriff rein. So, da ist Santa Maria. Freiburg bleibt am Drücker, das machen sie gut. Die Augsburger müssen jetzt mal drauf gehen, schaffen es so halbherzig nur. Freiburg bleibt weiter am Drücker, der FCA noch nicht einmal so wirklich am Ball gewesen. Vielleicht jetzt über Strubel. Und der ist zu Kedira und die Augsburger jetzt so im schnellen Umschalten. Und oben Finn Bogason, gut gesehen Finn Bogason, zu Niederlechner, Florian Niederlechner! Starker Abschluss. Und die Augsburger bleiben dran, Flanke ist gut, aber ein bisschen zu kurz. Oh, der Torwart riskant und Niederlechner nie! Nicht dein Ernst, Niederlechner im Abseits. Weil es der letzte Mann war. Ach, ist das bitter. Ich dachte mir schon, hä, warum, aber da war es der letzte Mann. Und nicht der Torwart. Schade, schade. Oh, das wäre natürlich eine dicke Chance gewesen. Also Augsburg mit der ersten großen Torchance. Und das ist wieder ein bisschen schlampig. Verteidigung, die nächste Chance, wieder gut gesehen, Finn Bogason. Finn Bogason lässt sich alle Zeit und macht das 1:0, 18. Minute, Augsburg für den Freiburg. Finn Bogason bringt den FCA in Führung. Und die mitgereisten Augsburg-Fans, die feiern natürlich. Nicht gut verteidigt und oh, das war abseitsverdächtig, wenn ich ehrlich bin. Das war sehr, sehr abseitsverdächtig. Und Finn Bogason mit dem 1:0 Treffen und ja, der letzte sich alle Zeit der Welt, dass da der Torhüter auf jeden Fall nicht mehr rankommt. Und Augsburg führt gegen den SC Freiburg. Sein zweites Tor in dieser Bundesliga-Saison. Ja, und so möchte man doch in eine Begegnung reinstarten. Augsburg führt in Freiburg mit 1:0. So, da ist Santa Maria. Oh, ein bisschen Rüde im Zweikampf. Die Augsburger in Form von Strobel. Und Freiburg jetzt auf dem Weg nach vorne. Bis jetzt noch ohne Torabschluss, aber das kann sich natürlich sekündlich ändern. Aber gut von Udo Kai, sehr stark pariert den Angriff. Und da ist Strobel. Strobel, der startet schon wieder Finn Bogason. Und er ist schon wieder, der sieht der Verteidiger wieder anders. Die Chance, Finn Bogason. 2:0. Was ist denn hier los?
26. Minute. Doppelschlag der Augsburger. Finn Bogason. Oh, da sieht der Verteidiger wieder nicht gut aus. Und dann macht er das Tor zum 2:0. Wieder geschaut und dann lässt er dem Torhüter wieder keine Chance. 2:0 für den FCA. Das ist doch mal ein klasse Start. 26. Minute, 2:0 FCA. Und Freiburg hatte bis jetzt noch keinen Schuss aufs Tor. Und wie gesagt, Augsburg kommt mit Rückenwind aus dem Spiel gegen den BVB. Und das sieht man auch. Das sieht man richtig. Und hier wieder Fiebers. Freiburg wirkt jetzt natürlich etwas konsterniert. Nicht ganz mit dem Kopf auf dem Platz, aber sie kommen zumindest über Santa Maria mal wieder. Da ist Abraschi, weiter geht's zu Nils Petersen. Petersen wieder zurück zu Santa Maria. Oh, der schlägt einen guten Haken. Das ist die Chance. Gut gespielt. Gikiewicz ist da. Wichtig in der Situation. Sehr, sehr wichtig. Gikiewicz ist gut mitgespielt. Und dann, oh, Fehlpass hier von Kelly Jury. Und sofort schaltet hier Freiburg um. Da ist Santa Maria. Abraschi. Und ab nach vorne. Gut gespielt. Das ist natürlich die Chance für Freiburg zum Anschlusstreffer. Gut gespielt. Gikiewicz ist da, aber der Anschluss, ja. Hat sich ein bisschen angedeutet, Freiburg mit dem Anschlusstreffer, die haben echt gedrückt und schaffen es hier zurückzukommen ins Spiel. Ja, da musste es passieren, da musste es einfach passieren. Gut gespielt und dann eiskalt vorm Tor geblieben. Schön gemacht, wer war es denn überhaupt? Sakani, Matthias Sakani, 38. Minute, sein erstes Tor in dieser Bundesliga-Saison. Damit also nur noch 2:1 aus Sicht der Augsburg, aber ja, bis jetzt immer noch die Führung. Erste Halbzeit fast vorbei, aber Freiburg schnuppert wieder ein bisschen nach Luft. So, Udukai. Jago, Strobel, der ihn da durchgelassen hat, warum weiß ich auch nicht genau. So, Finn Bogason hat schon 2 Tore heute gemacht. Pass geht irgendwie nach vorne, aber das war ein bisschen zu optimistisch gespielt. Oh, jetzt Achtung, Augsburg hinten sehr offen, Udukai in allerhöchster Not mit dem gewonnenen Zweikampf. Und Augsburg kommt, oh, und dann, ich hätte gedacht, Kelly Jury läuft da endlich mal los, aber der wollte nicht. So, da ist Petersen. Und Freiburg macht jetzt nochmal richtig Druck hier zu Ende der ersten Halbzeit. Aber das war's, zum Glück war's das. So, die erste Halbzeit ist vorbei und es steht 2:1 für den FC Augsburg. Viel war los. Mal schauen, was uns die zweite Halbzeit so bietet. Also das Ding ist noch lange nicht durch. Aber 3 Punkte werden greifbar nah. So, wir wechseln aus. Strobel ist schon bis hier am Ende. Für ihn darf Grueso rein. Und damit geht's weiter mit der zweiten Halbzeit. Und los geht's. Die zweiten 45 Minuten laufen und Augsburg führt. Die kommen mit Rückenwind aus Dortmund und führen auch hier und heute gegen den SC Freiburg. Und das wären natürlich immens wichtige 3 Punkte für den FCA. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben gesehen, Freiburg, die leben noch. Und sie kommen auch direkt mit dem ersten Angriff. Da spielen sie jetzt echt ganz gut runter. Gutes Passspiel. Guter Pass in die Mitte und da ist es schon. Da ist es schon. Top-Start. Diesmal für den SC Freiburg in die Halbzeit. Ja. Schön gemacht. Gerade bei 5 Minuten sind gespielt in der zweiten Halbzeit und Freiburg direkt mit dem Ausgleich. Wieder der gleiche Torschütze. Das hat sie angedeutet. Das hat sie ein bisschen angedeutet. Ja, das ist toll gemacht. Gikiewicz ohne Chance. Und dann schwuppdiwupp steht es auf einmal 2:2. Schade. Ganz ehrlich, müssen wir nicht unbedingt kassieren. Da kommen wir ein bisschen verschlafen raus und dann Sakani mit dem Doppelschlag für den SC Freiburg. Aus 2:0 macht der SC Freiburg 2:2. Und oh Gott, nächster Ballverlust hier der Augsburger. Die verlieren gerade ein bisschen den Faden im Spiel. Hatten das Ding echt gut im Griff, aber jetzt gerade so ein bisschen geht der Faden verloren. Nächster Fehler, dieser von Grueso. Und Freiburg merkt das natürlich. Und die wollen jetzt natürlich hier das Ding komplett drehen. Und das spielen sie echt gut runter. Petersen.
Sakani wieder zu Pedersen. Aber Abseitsstellung von Sakani, deswegen muss Pedersen zurückspielen. Und dann die nächste Chance und diesmal hat ihn Gikiewicz. Diesmal hat ihn Gikiewicz und Augsburg schwimmt. So gut sie das Ganze bis jetzt gestaltet haben, bis zum 2:1. Aber jetzt geht es gerade echt ein bisschen in die Bach runter. Aber jetzt fällt die Chance. Da ist Finn Bogason. Da ist die Chance, kommt aber nicht vorbei am Gegenspieler. Stunde gespielt hier in Freiburg. Aktuell 2:2 zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg. Ja, würde natürlich bedeuten, Punkteteilung wäre jetzt natürlich nicht das schlechteste Ergebnis, aber Augsburg war 2:0 in Führung. Und jetzt gerade spielt der SC Freiburg die Augsburger schon ordentlich her. Nächste Chance, Banzian aber gut gemacht. Khedira hilft hinten mit. Und erstmal ab nach vorne den Ball zu Caddy Jury. So, da ist Grueso, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen. Freiburg macht das den Augsburg gerade extrem schwer. So, da ist Vargas. Finn Bogason, Caddy Jury, die Augsburg jetzt mal wieder am 16er. Der Freiburger, mal schauen, was rauskommt. Da ist Vargas auf jeden Fall. Oh, das war ein bisschen komisch gespielt, aber trotzdem immer noch die Chance ist da für den FCA. Die beißen sich jetzt gerade ein bisschen fest, der Niederlechner. Und Finn Bogason, komm Junge, Finn Bogason. Och komm, als ob der den zweimal blocken kann, das ist doch Wahnsinn. Aber Khedira ist jetzt da. Khedira mit der Flanke auf den zweiten Pfosten und in dem Tor. 3:2, Vargas mit dem Kopf, da lässt ihn seinen Verteidiger aus den Augen und Augsburg führt wieder. Der FCA geht wieder in Führung. Da sehen wir es nochmal. Gut gemacht, Flanke ist echt gut, der Verteidiger zu weit weg und Vargas gegen den Lauf vom Torhüter. Und Augsburg führt 3:2. Das kommt jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt echt ein bisschen glücklich. Freiburg war das bessere Team, aber Vargas mit dem Kopf. Und das müsste sein erstes Tor sein in dieser Bundesliga. Und so ist es. 75. Minute. So, Freiburg wechselt. Wir wechseln auch. Finn Bogas und der Frunter Goibels kommt. Und einmal dafür nur Tuan Sebe kommt für Urukai. So, und dann geht es weiter mit den letzten 15 Minuten. Die letzten 15 Minuten haben begonnen. Augsburg führt 3:2 gegen den SC Freiburg. Mal schauen, ob die das halten können, die Augsburger. Es wird natürlich ultra schwer. Oh, das ist eine. Als ob das ein Foulspiel ist. Aber gut, ist halt so. So, Freistoß für den SC Freiburg. Grifo hoch hinein Richtung 16er, wird erstmal geblockt. Und Caddy Jury gewinnt das wichtige Kopfball. So, Vargas. Vargas lässt hier den Ball abnehmen. Das ist natürlich ungünstig. Santa Maria. Und ab nach vorne. Freiburg drückt jetzt natürlich extrem aufs Tempo. Und dann tanzen sie sich hier gegenseitig aus. So, Grifo ab nach vorne. Grifo immer noch am Ball. Freiburg sucht die Lücke und findet sie nicht. Oh, das war Glück, dass der da nicht gestartet ist. So, und jetzt der schnelle Abwurf. Kommt nicht an bei unserem Spieler. Das ist natürlich ganz unglücklich. Gretsch sitzt nicht von Gubelöw. Augsburg muss jetzt aufpassen. Freiburg drückt jetzt und ganz, ganz wichtig. So, und, oh nein! Dann, oh Gott, Augsburg kriegt den Ball hier nicht raus. Gubelöw, oh, haut doch den scheiß Ball raus. Die letzten Sekunden laufen schon. Freiburg will den Ausgleich. Augsburg zittert und zittert und zittert. Und jetzt komm raus. Ja, einfach raus. Ja, Gott sei Dank. Und das war's. Das war's. Das ist der Sieg. Was waren das für letzte 10 Minuten? Wir hatten kein einziges Mal den Ball, aber zum Schluss gewinnt der FC Augsburg sensationell in Freiburg und holt sich damit den zweiten Sieg in Folge. Und Finn Bogason, der Man of the Match mit seinen 2 Toren. Aber das war heute echt eine heftige Nummer. Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Das war knapp. Das war eine knappe Nummer. Und damit, ja, der FCA zu den nächsten 3 Punkten, dass das hier kein Abseits war, das 1:0, das war eine hauchdünne Entscheidung, wenn es war. So, Finn Bogason, 9,3, bester Spieler heute.
Niederlechner war nicht so gut heute. Gut, jetzt mal ganz kurz das Interview und dann sehen wir uns gleich wieder zur Tabelle. So, und da wäre die Tabelle nach dem 9. Spieltag. Und ja, so schnell kann es gehen. 2 Siege in Folge und es ging die letzten beiden Spieltage von Platz 15 auf Platz 8 hoch für den FC Augsburg. Trotzdem, vorne weiter in die Bayern und Leipzig. Schon leicht abgesetzt von Gladbach, Leverkusen, Dortmund, dann Freiburg, die abgerutscht sind. Bremen und dann der FCA mit 13 Punkten auf Platz 8. Ja, sie haben sich auch nicht gesteigert, dann aber es ist alles nur so eng zusammen, also da kann man nur gar nichts sagen. Dann Mainz, Frankfurt, Hoffenheim, Stuttgart, Union Berlin und so weiter. Momentan die Hertha letzter. Naja, mal schauen. Gut, das war's für heute. Beim nächsten Mal gibt's DFB-Pokal. Ja, zum ersten Mal gegen den ersten FC Köln. Mal schauen, wie es wird. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.